Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und heute geht es um ein P2P-Investment-Update. Ich werde heute zeigen, wie viel Zinsen ich eigentlich aus den P2P-Unternehmen erhalte, von den ganzen Krediten, in die ich dort investiere, wie viel Geld ich eigentlich insgesamt gerade in P2P stecken habe. Das werde ich dir ganz genau mit Zahlen heute mal darlegen. Und dann so einige Kleinigkeiten, Neuheiten von ein, zwei Plattformen und welche Plattform ich jetzt wahrscheinlich als Neues testen werde. Und noch einige Neuigkeiten, auf die ich mich schon richtig freue. Ich sage nur Hashtag Riga 2019. Und dass dieses Video wahrscheinlich etwas länger wird, hier unten in der Videobeschreibung wie immer dann Timestamps, sodass ihr nur die Themen euch anschauen braucht, die euch interessieren. Okay, ganz kurz vielleicht nochmal hier. Kleine Unterrichtsstunde P2P. Warum für mich als Privatanleger interessant? Ja, ich bin ja kein irgendwie Missionar, der sagt, ihr müsst alle das und das machen, sondern ich finde es selber halt einfach extrem spannend und zwar aus folgendem Grund. Ich spiele hier die Bank. Ich beteilige mich an einem risikoreichen Kredit, den ich halt irgendeinem Privatanleger oder einem Unternehmen, wie zum Beispiel bei Immobilienkrediten und so weiter, gebe. Und dann auf diesen Kredit natürlich Zinsen und eine Rendite erhalten möchte. Und das Ganze eben vertraglich ganz genau zugestanden und zugesichert, sodass ich einen Zahlungsstrom über die Zeit aufbauen kann. Und dieser Zahlungsstrom kann ziemlich imposant sein, wie wir gleich sehen werden. Und das Ganze mit einer geringeren bis sehr geringen Korrelation zum allgemeinen Aktienmarkt, in den ich ja sonst ziemlich viel Kapital stecken habe. Deswegen für mich interessant. Also gehen wir mal die einzelnen Plattformen durch und starten wir jetzt einfach mal kurz mit Twino. Da hatte ich ja ursprünglich mal 2.500 Euro vor zweieinhalb oder sogar mittlerweile dreieinhalb Jahren oder drei Jahren oder so investiert. Und aktuell besteht der Kuchen dort aus 3.357 Euro und die Rendite wird mir hier mit 10,18% angegeben. Dazu sage ich aber gleich noch ein bisschen was. Und was ist 2018 an Zinsen nur Bares ist Wahres, ja, angefallen? Hier geht es nicht um irgendwelche Kursentwicklungen wie bei Netflix oder so. Hier will ich wissen, was habe ich bar auf der Tasche? Und das ist, wenn man sehen kann, hier, wie man sieht, es sind Zinsen vorhanden. Und zwar 294 Euro, okay, heute ist Freitag, ist 2018 dazugekommen. Ich habe das Ganze mal auf eine Woche runtergebrochen, weil ich finde es eigentlich ganz cool, mal so einen Wochenverdienst anzugeben. Und das sind bei Twino 5,6 Euro pro Woche. Klingt nicht viel, aber aufs Jahr gerechnet ist es eben, wenn man Zinseszins mit einkalkulieren kann, extrem interessant. Dann gehen wir mal zu Estate Guru. Ja? Und zwar haben wir hier eine angegebene Rendite von 10,68% und wir haben hier insgesamt 5.500 Euro an Kapitalwert aktuell. Ich habe damals im Dezember 2017 5.000 Euro investiert und die haben mir, die Kollegen aus Tallinn, 358, machen wir den Käse mal ein bisschen größer hier, Euro überwiesen an zurückgezahlten Zinsen im Jahr 2018. Hier unten steht noch so eine andere Zahl, da sind aber noch so irgendwelche Boni und Referrals und so weiter mit angegeben. Die zähle ich natürlich nicht als Investmentrendite dazu. Und deswegen haben wir hier 358 Euronen und das macht dann irgendwie 6,8 Euro oder so pro Woche. Ganz ähnlich verhält es sich bei Mintos, was ziemlich interessant ist, da ich dort eigentlich weniger Geld investiert habe als bei Asset Guru. Das heißt, die Mintos gefällt mir auch ehrlicherweise viel besser als Estate Guru. Warum? Das werde ich euch gleich noch darlegen. Einmal, weil die Rendite höher ist. Ja, und das ist immer gut. Und wie man sehen kann, die Zinszahlungen sind fast genauso hoch hier wie bei Estate Guru gewesen. Ja, wir haben hier Zinszahlungen 297. Dazu kamen aber noch Verzugszinsen und Zinszahlungen aus Rückkäufen dazu. Also auch nochmal so 6, irgendwas Euro pro Woche, die ich von Mintos erhalten habe. Und jetzt geht es halt richtig zur Sache, wenn wir nämlich zur Bondora haben, da habe ich auch insgesamt die höchste Rendite mit angegeben, ja, irgendwie auf fast 19% oder so. Und die zeigen mir auch in den Statistiken an, dass ich irgendwie hier ziemlich hoch bin, weil im Vergleich zu anderen Investoren, wahrscheinlich, weil ich einfach nichts mache dort und die Füße stillhalte und nicht ständig umschichte und irgendwie, keine Ahnung, was dort mache, keine Ahnung. Oder ich habe einfach nur Glück gehabt,
kann natürlich auch sein. Aber wenn man sich hier die Zinszahlungen anguckt, dann, ich habe erst nämlich angefangen ziemlich viel bei Bondora Go & Grow, bei dem neuen Produkt, was sie ja Mitte letzten Jahres eingeführt haben, zu investieren und dann aber von dort auch mehr und mehr wieder in den klassischen Portfolio-Builder investiert, der einfach risikoreicher investiert und ja, ich brauche das Kapital halt einfach nicht. Und ich glaube, bei Bondora sind so an die 70.000 mittlerweile an Geld investiert, weil wie viel es insgesamt ist, sage ich dann gleich noch. Und das ist hier tatsächlich eine monatliche bzw. eine wöchentliche Zinszahlung gewesen von tatsächlich 125 Euro pro Woche. Okay? Und wenn ich jetzt alles zusammenzähle, habe ich eben 7.488 Euro an Zinszahlungen im Jahr 2018 erzielt. Ja? Also Helga, die Zinskuh, hat richtig gut gearbeitet für mich. God damn! Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, okay, auf was für einen Kapitalbetrag, das geht natürlich nicht mit 2.000 Euro leider, sondern mit in diesem Fall 81.202 Euro, der hier insgesamt investiert ist. Jetzt kann man sich natürlich auch darauf mal die Rendite ausrechnen, wenn man möchte. Macht es einfach 81.200 und dann die Zinszahlungen. Aber lasst euch gesagt sein, das ist nicht hundertprozentig akkurat, denn es war ja nicht das gesamte Jahr 2018 schon dieser Kapitalbetrag vorhanden. Das heißt, es ist ja immer so, es werden Zinsen zurückgezahlt, die werden reinvestiert, der Kapitalstock verbessert sich im optimalen Fall und dann entsteht natürlich ein größerer Betrag, auf den wieder investiert wird und daraus entsteht dann dieser interne Zinsfuß und so weiter, den ich aber trotzdem mit Vorsicht immer genießen würde, weil was da jetzt konkret genau immer mit angegeben wird, ja, also ihr könnt euch das ja mal bei Bondora durchlesen, da ist es nämlich erklärt, Netto-Jahresrendite auf Investitionen, ja, könnt ihr euch einfach mal durchlesen und dann könnt ihr sehr herzlich gerne für euch selber urteilen, ob ihr diesen Rendite-Maßstab tatsächlich nehmen wollt oder nicht. Als Beispiel, wo es ein bisschen einfacher zu berechnen ist, ist jetzt auch Twino genannt. Da haben wir jetzt hier nämlich 2.995 Euro gehabt am Anfang des Jahres und darauf diese 294 Rendite Zinsen erzielt. Und wenn ich das jetzt mal genau ausrechne, dann komme ich eher auf so eine Rendite von 9,6% und nicht von 10,1% oder irgendwie sowas. Ja? Aber damit wir es bei Bondora auch mal sehen, wie viel Geld jetzt da investiert ist, dann sieht man halt einfach, dass es tatsächlich der größte Betrag ist, der hier investiert ist von allen Plattformen, nämlich mit aktuell 68.800 Euro. So, und bevor man jetzt irgendwie losrennt und sagt, boah, das ist ja eigentlich total geil, dass man halt eigentlich so eine hohe Zinszahlung erzielen kann und dann auch noch so diversifiziert über die unterschiedlichsten Plattformen und über die unterschiedlichsten Kreditarten, wobei natürlich hier schon tatsächlich auch das meiste Geld in einer Plattform steckt, muss man ganz ehrlich sagen, sollte man natürlich immer das Risiko mit betrachten. Und viele von euren Fragen zu diesem Update-Video haben sich auch um das Thema Risiko gedreht, weil ihr kennt ja noch hier magisches Dreieck und so. Ne? Das hat ja drei Punkte. Machen wir hier das mal kurz weg. Magisches Dreieck, drei Punkte. Und hier ist halt Rendite. Ne? Hier ist aber ein zweites R noch Risiko und Liquidität. Und das spielt auch bei P2P natürlich immer eine tragende Rolle. Und das Risiko ist natürlich nach wie vor massiv. Wenn man sich hier zum Beispiel mal anguckt bei Twino, die haben ja damals irgendwann zusätzlich zu der Buyback-Guarantee diese Payment-Guarantee eingeführt, was im Endeffekt bedeutet, dass sollte ein Kreditnehmer den Kredit nicht bedienen, dann Twino einspringt und diesen Kredit im Endeffekt weiterzahlt, diese Summe. Der Punkt ist der, dass halt ziemlich viele von diesen Payment Guarantee Loans halt ausfallen, die Twino tatsächlich aber weiter zahlt, aber man zum Beispiel hier Liquidität beim dritten Punkt, ja, diese zum Beispiel nicht mehr auf dem Zweitmarkt verkaufen kann. Ja. Und das ist auch von vielen Twino-Investoren schon sehr stark kritisiert worden in den unterschiedlichsten Foren und so weiter. Also, dass die Leute halt nicht so begeistert von diesen Payment-Guarantien sind. Und jetzt, wenn man mal sich das Risiko zum Beispiel anguckt bei Bondora und wir gehen wieder in die Statistiken rein, werden wir auch dort sehen, okay, dass es auf den ersten Blick mit 19% Rendite und so natürlich alles ziemlich geil aussieht, ja, auf den ersten Blick. Aber schauen wir uns mal an, wie viele Kredite zum Beispiel schon aktuell überfällig sind,
ja, dann sehen wir, okay, das ist ja schon eine ganze Menge, wenn wir hier sehen, okay, zum Beispiel 4.800 Euro Kapital ist bereits 180 Tage überfällig, okay, und dann gibt es ja noch eine, und dann hier gibt es noch viel, viel, viel Kapital auch in unterschiedlicheren anderen Abstufungen, was halt noch nicht so lange überfällig ist, aber wenn ich jetzt hier auch im Rückflussverfahren schaue, dann sehe ich, okay, 1.268 Euro kann ich im Endeffekt schon mal komplett abschreiben. Da steht schon unwahrscheinlich, ja, dass es noch wieder eingebracht werden kann. Und dann steht halt, okay, 2.700 ist schon beim Gerichtsvollzieher und hier gibt es halt schon eine Zahlungsanweisung und so. Aber man muss sich halt immer vergewissern, dass im Endeffekt alles, was hier steht, man als Investor, der halt wirklich realistisch das Ganze betrachtet, auch mal abschreiben sollte und sich dann mal ausrechnen kann, okay, mache ich damit eigentlich noch einen guten Schnitt, okay? Und deswegen, man sollte irgendwie auf keinen Fall irgendwie überlegen, ach ja, ich kann da einfach mal so ein bisschen im Internet ruminvestieren, so wie es die auf YouTube machen, und dann werde ich ganz sicher total cool meine Rendite machen. Das ist definitiv eben nicht der Fall. Und um das mal ganz gesondert zu erklären und weswegen ich auch gesagt habe, warum ich zum Beispiel Mintos besser finde als Estate Guru, ist, dass es gerade bei diesen Immobilienkrediten ja so ist, dass die samt Tilgung und Zinsen erst ganz am Ende gezahlt werden und es nicht irgendwie schon während der Laufzeit Zinszahlungen gibt, was ich ehrlicherweise ein bisschen blöd finde, weil wenn ihr euch jetzt mal hier, also merkt euch mal diese Zahl, 5.563 Euro ist der Account Value, damals habe ich 5.000 Euro investiert, ja, und jetzt gehen wir auf die Portfolio Overview und da habe ich nämlich neulich was gesehen, was mich nicht so begeistert hat, nämlich, dass 3 Kredite in Default sind und 2 Kredite schon 60 Tage zu spät, okay? Und wenn ich jetzt mal da reingucke, in Default sind 3 Kredite mit insgesamt einem ausstehenden Kapital von mir von 300 Euro, ja? Man kann jetzt zum Beispiel auch mal in diese Kredite reingucken und kann sich, und das ist wieder, halt, da muss man einfach diese Plattform loben dafür, wie transparent die mit solchen Sachen umgehen, wie sie es halt alles ganz genau darstellen, wie sie sogar regelmäßige Updates geben. Also man kann hier wirklich sich bis in alle Ewigkeit nach hinten die Updates durchlesen, was genau mit dem Kreditnehmer passiert ist, warum er nicht zahlt und so weiter. Und man sieht hier zum Beispiel, der ist schon 85 Tage nicht zurückgezahlt. Und wenn ich jetzt zusätzlich zu diesen 300 Euro in Default nochmal die zu späten mir angucke, ja, und da haben wir dann insgesamt sogar schon 489 Euro an Kapital, das nochmal zu dem anderen sind dann schon 700, das heißt, sollten halt die Default sind, nicht zurückgezahlt werden, dann ist nicht nur meine Rendite von 2017 bis jetzt komplett futsch, sondern habe ich auch schon einen Kapitalverzehr, dann ist auch schon zwar nicht mein ganzes Geld weg, aber schon ein Anteil von meinem Geld weg. Ja, und das muss man sich halt immer vergewissern, dass auch wenn es mal im Immobilienmarkt beispielsweise bergab geben kann, dass halt eben dann noch mehr von diesen Krediten ausfallen könnten und das dann eben tatsächlich, und das ist halt nun mal Risiko, wie es Gerd Kommer auch definiert hat, ja, ist nicht einfach nur irgendeine Schwankung oder irgendeine Zahl, sondern Risiko bedeutet halt am Ende immer Verlust von Kapital, ja. Und jetzt kommen wir nochmal zum allgemeinen Risiko, allgemein, weil da gab es auch noch sehr viele Fragen. Ich habe mal zusammengezählt, und zwar über alle Plattformen, in wie vielen Ländern wird eigentlich mittlerweile jetzt Kreditvermittlung statt, also in wie viel, findet Kreditvermittlung statt durch diese Plattform. Und wir haben hier natürlich Estland, Lettland, Litauen, klar. Dann haben wir noch Tschechien, Russland, ein paar afrikanische Länder mittlerweile über Mintos, zum Beispiel Botswana, Kenia, Sambia, Südafrika. Wir haben Bulgarien, Georgien, Polen, Spanien, Kasachstan, Dänemark, Finnland, Schweden und Großbritannien. In all diesen Ländern werden also Kredite vergeben. Es werden dabei die unterschiedlichsten Kreditarten auch vergeben. Das heißt, was so allgemeines Risiko angeht, finde ich schon eine gute Diversifikation. Klar, sollte es eine globale Wirtschaftskrise geben, kann immer irgendwas passieren, was man vorher nicht einkalkuliert hat. Aber ich denke zum Beispiel, sollten in Afrika irgendwie Kredite ausfallen, dann ist trotzdem von der Exposure her das nicht so schlimm, weil weniger Kredite im Verhältnis jetzt, wenn man jetzt auch die anderen, in denen Mintos Kredite vergibt, dort investiert sind. Und des Weiteren
beeinflusst es einfach nicht irgendein Kreditnehmer in Dänemark, wenn in Afrika irgendwo ein Kredit ausfällt. Das heißt, diese Korrelation untereinander ist schon nicht so stark, wie man irgendwie am Anfang denkt. Und jetzt, was ich als viel höheres Risiko ansehe, ist eher so eine Art unsystematisches P2P-internes Risiko, das also zum Beispiel durch solche eher unseriösen Plattformen wie FastInvest, hat Lars Wrobbel auch über die geschrieben, ja, zum Beispiel halt mal wirklich was abraucht, weil viel zu hohe Renditen versprochen werden, die überhaupt gar nicht haltbar sind, oder dass tatsächlich sogar irgendein Unternehmen einfach ein kompletter Scam ist, so wie es ja auch in China war, und dann eben trotz irgendwelchen Regierungsrettungsmaßnahmen und Rettungsschirmen, die es ja sowieso in diesem Bereich eher weniger gibt, eben Kapital nicht zurückgezahlt werden kann oder sogar halt einfach komplett ausfällt und viele Investoren dann eben zum Beispiel durch eine Plattform aufs Maul fallen und das dann eben überschwappt in einen anderen Bereich, weswegen ja auch Plattformen wie zum Beispiel Mintos und Twino und so weiter auch angefangen haben, schon sich für stärkere Regulierungen einzusetzen, ja, um eben sich solchen anderen Plattformen, die eher unseriös sind, so ja, vom Leib zu halten und damit es halt nicht auf ihren Ruf dann übernehmen könnte. Aber auch dort muss man, finde ich, trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Und jetzt sage ich auch warum. Weil, nehmen wir mal an, es gäbe tatsächlich diese P2P-Krise. Das würde ja im Endeffekt bedeuten, dass alle Investoren auf einmal sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Plattform oder P2P allgemein, ich möchte jetzt was tun? Ich möchte meine Kredite alle loswerden. Hier, da sind wir dann auf einmal, geht es nicht mehr darum, da geht es dann nicht mehr darum, auf einmal geht es nur noch darum und alle wollen Geld loswerden. Das, also nicht Geld loswerden, Geld zurückhaben und die Kredite loswerden. Ja, schön für dich, dass du das machen willst, aber du hast nun mal einen Vertrag, dass du halt einfach in einen Kredit investiert hast und der hat eine gewisse Laufzeit, ja. Und wenn du dein Kredit loswerden willst und auf dem Zweitmarkt halt anbietest, dann ist das eine reine Angebots- und Nachfragesituation. Und das bedeutet, wenn es halt einfach keinen anderen gibt, der auf dem Zweitmarkt deinen Kredit aufkaufen will, egal wie tief der Preis fällt, dann hat man einfach Pech gehabt. Das heißt, es gibt ja keinen Anspruch darauf, dass man zu jedem Zeitpunkt sein Geld zurückhaben darf. Ja, genau deswegen sollte man sich halt die Verträge und diese Sachen auch vorher mal durch den Kopf gehen lassen, weil wenn ich zum Beispiel in einen langer laufenden Kredit mein Geld investiert habe, dann kann ich als Investor nicht einfach sagen, ja, ich will aber jetzt sofort wieder mein Geld haben. Ja, dann habe ich einfach genau diesen Punkt nicht verstanden. Dann muss ich halt irgendwie wieder zum Tagesgeld oder woanders hin, kann aber dort wiederum nicht die hohe Rendite und das geringe Risiko, aber die hohe Rendite erwarten. Das heißt, ja, also ich sehe schon ein Risiko darin, dass allgemein das Vertrauen dann geschädigt werden könnte. Aber ich sehe jetzt nicht das große Risiko, dass durch den Ausfall von irgendwie FastInvest oder so auf einmal mein gesamtes Kapital bei Bondora gefährdet ist. Das sehe ich ehrlicherweise nicht. Dann noch eine Sache zu Mintos. Hier sollte man als Investor halt immer mal wieder auch die ganzen Darlehensanbahner checken. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass ich schon ganz viele neue Darlehensanbahner nicht hier mit ausgewählt habe. Und das ist natürlich nicht gut. Ich kann natürlich hier eine bessere Diversifikation erreichen, wenn ich einfach in mehrere hier investiere und auch in unterschiedliche Kreditarten. Und ein anderer Punkt, den ich hier noch, während ich hier so rumklicke, mit erwähnen wollte, ist, dass, was Estate Guru betrifft, ich definitiv nochmal hier beim Auto Invest den umändern werde. Geht jetzt gerade nicht zu wenig Geld drauf, aber muss ich halt einfach mal hier umändern, weil ich habe, glaube ich, genau 50 und ich habe als Investment hier immer 100 angegeben und das werde ich definitiv jetzt nach unten ziehen auf das Minimum, was halt geht, 50 Euro. Und das ist halt eben so ein bisschen ärgerlich, finde ich, weil man könnte halt eben gerade, wenn man halt das Ganze über, jetzt ist so viel im Endeffekt Klumpenrisiko, weil irgendwie meine gesamte Rendite von diesen drei Krediten irgendwie abhängt. Und deswegen wäre es schon schöner, wenn ich hier noch besser diversifiziert hätte. War einfach ein dummer Fehler von mir am Anfang. Aber daraus könnt ihr ja wieder lernen. Aber es wäre vielleicht auch cool von Estate Guru aus, wenn man es halt irgendwie auf 25 oder 20 Euro reduzieren könnte, was man über Auto investieren könnte, falls einer von den Kollegen zuschaut. Ja, und ansonsten gibt es natürlich noch ein paar Neuigkeiten. Das ist die Plattform, die ich als nächstes testen werde, Crowdestor.
Ja, da macht Lars übrigens gerade so eine Art P2P-Praktikum. Ich verlinke mal seinen Blog dazu, beziehungsweise seinen Vlog hier unter dem Video, der demnächst online kommt. Das ist die nächste Plattform, die ich mal ein bisschen testen werde mit ein bisschen Schnupperkapital. Und ja, ansonsten, jetzt gibt es noch eine richtig coole Ankündigung, und zwar die P2P-Conference. Ja, ursprünglich, dazu werde ich jetzt noch mal ein bisschen was erzählen. Ursprünglich hatte ich mir mit Lars gedacht, okay, wir fahren mal hin und gucken uns die einzelnen Unternehmen mal ein bisschen an, machen ein paar Interviews, damit die Leute vielleicht mal sehen, okay, da sind echte Menschen und die arbeiten dort. So, ja, das war der Gedanke. Jetzt sind wir hingefahren, jetzt dachten wir, okay, vielleicht wollen ja auch noch andere Leute mal sich das Ganze angucken. Und vielleicht sollten wir mal ein Community-Treffen machen dort, ja. Und das war die ursprüngliche Idee. Mit dieser Idee sind wir an die herangetreten. Und was haben die halt draus gemacht? Ach ja, machen wir doch mal einfach eine P2P-Conference mit 2 Tage Event und anschließender Afterparty und so weiter und so fort. Und das Ganze findet jetzt tatsächlich statt. Ich konnte es irgendwie noch gar nicht glauben, als sie uns die Info neulich gegeben haben. Noch 83 Tage, das heißt, es ist, glaube ich, der 7. und 8. Juni in Riga. Lars und ich werden natürlich höchstpersönlich dabei sein. Wir werden auch so ein bisschen was über P2P erzählen. Ihr könnt dort auch andere Speaker sehen, das kann man sich auf p2pconference.com mal anschauen. Und es geht im Endeffekt einfach um so eine Art Flagship-Event, wo man mal sich mit den Plattformen austauschen kann. Es kommen aber auch noch andere Startups aus dem anderen Bereich, also zum Beispiel von Taxify, der CEO wird dort sein, und andere P2P, nicht nur P2P, sondern auch andere Startups aus diesem ganzen Baltikum-Bereich werden dort teilnehmen. Und deswegen denke ich mal, wird es auf jeden Fall ein geiles Event. Vor allem Riga ist immer eine Reise wert. Ja, und es gibt auch noch ein paar kostenlose Tickets, die ich vergeben darf, insgesamt 10 Stück, und heute vergebe ich schon 3 Stück an kostenlosen Tickets, und zwar an alle die, die wirklich Interesse nur haben, da auch hinzufahren. Also bitte, wenn ihr schon von Anfang an wisst, ihr habt keine Lust nach Riga zu fahren im Juni, wo richtig geiles Wetter ist, und Lars und mich dort unter anderem zu treffen, dann braucht ihr gar nicht erst teilnehmen. Aber die, die wirklich sagen, ich habe da unbedingt Bock, will mit, ja, dann schreibt mal in die Kommentare, wann ich auf diesem Kanal mein erstes P2P-Video hochgeladen habe. Und dann werde ich unter den Leuten mit der richtigen Antwort 3 kostenlose Tickets verlosen. Ansonsten, wenn man jetzt hier auf die Ticketpreise mal schaut, will ich dazu schon mal ganz am Anfang sagen, dieses Event ist für Lars und mich definitiv ein Non-Profit-Event. Das heißt, wir haben mit der Organisation davon absolut nichts zu tun und kriegen auch 0 Geld für das. Ja, klar, wenn das irgendwie erfolgreich wird, profitieren Lars und ich natürlich indirekt davon. Brauche ich auch gar nicht mich irgendwie für schämen oder so. Aber von diesem Geld, was jetzt hier anfällt, ist sozusagen nichts in unserer Tasche. Man kriegt aber auch eine Menge dafür, finde ich. Das könnt ihr euch ja alles mal selber genau durchlesen. Das heißt, in diesem Preis, wenn man jetzt zum Beispiel diesen 2-Day-Pass nimmt, da ist dann halt die Party noch mit dabei am nächsten Tag. Da ist das komplette Essen, Trinken, Alkohol an beiden Tagen, Kaffee, alles all you can eat mit drin. Das heißt, das könnt ihr euch alleine schon durch euren Bierkonsum wieder reinholen, ja. Und also, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch da anmeldet und wenn ihr mitmacht, möglichst viele Leute von euch dort zu sehen. Und ich bin mal gespannt, was dort alles so abläuft. Ist halt, wie gesagt, immer am Anfang irgendwie was Neues, und bin gespannt, was daraus wird. Aber vielleicht entwickelt sich ja daraus dann tatsächlich irgendwann ein jährliches Event oder so. Man weiß es nicht. Ja, das war es eigentlich an Neuerungen. Und ansonsten, ja, war es das auch für dieses P2P-Update-Video. Solltest du noch weitere Fragen dazu haben, hau sie mir mal einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann schon nächste Woche Dienstag wieder. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Rationale Grüße und ciao, ciao. Machen wir nochmal. Ich habe eh nicht geklatscht. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzieller Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und ich werfe den Stift nochmal. Ich habe Timestamps für euch erstellt, damit, falls ihr an diesem Freitag lieber irgendwas anderes machen wollt, zum Beispiel eure Freundin besuchen gehen, sage ich es jetzt mal so,